Okay, Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1049 sind endlich raus und wir bekommen in gewisser Weise ein paar sehr krasse Szenen, sehr krasse Momente, auf die wir auch sehr lange gewartet haben. Aber die Gewissheit, ob Ruffy jetzt hier Kaido final geschlagen hat, die bleibt allerdings noch ausstehend. Wir haben aber hier in diesem Clash definitiv einen Gewinner. Was das Ganze für die Zukunft bedeutet und wie die Spoiler aussehen, das klären wir jetzt nach dem Intro. Und falls ihr bezüglich One Piece und den aktuellsten Geschehnissen nichts mehr verpassen wollt, so lasst gerne hier ein Abo auf diesem Kanal da. Ich halte euch jetzt auf dem Laufenden. Nun lädt euch zurück, wir gehen in die Spoiler. Los geht's! Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu One Piece Kapitel 1049 Spoiler und wir alle haben ja sehnlichst darauf gewartet und wir kriegen hier in diesem Kapitel einige Punkte, die wir schon seit Monaten verlangt haben und jetzt natürlich auch eine Entscheidung zwischen dieses riesen Clashes, der da aktuell am Start gewesen ist. Ja, wir haben hier endlich eine weitere neue Richtung, die wir gehen und nächste Woche ist allerdings Pause, die Nachricht natürlich immer wieder vorweg, ja. Das heißt, das werden jetzt spannende 2 Wochen, die wir zu diskutieren haben, denn das Ganze wird natürlich erst richtig greifbar, wenn man die Bilder natürlich hat. Wir haben hier jetzt einfach nur Text und Leute, es passiert endlich, ja, denn das allererste, was in den Spoiler steht, wir bekommen einen Flashback. Es ist Flashback-Time und ich weiß nicht, wie lange und wie oft und in welcher Zahl ich das in jedem Videos immer mal wieder gesagt habe, dass wir diesen Flashback unbedingt brauchen, diesen Flashback, der natürlich den Charakter Kaido ergründet und dieser Flashback hat jetzt hier angefangen. Die Frage ist, ob Oda das jetzt bis ans Ende durchzieht oder halt kleine Häppchen macht. Jedenfalls haben wir hier einen Flashback von Kaido und wir sehen hier die Childhood von Kaido, ja, wie er aufgewachsen ist als kleines Kind. Und Leute, das Dorf oder sein Königreich, ja, wo Kaido herkommt, trägt den Namen Wodka Kingdom. Das würde natürlich die ein oder andere Alkoholsucht dementsprechend erklären. Und Kaido scheint in seiner Kindheit schon irgendwie eine Art Auserwählter zu sein, denn es wird sehr spannend, ja. Als Kaido ein Kind war, kam Whitebeard zu ihm, ja, und Whitebeard sagte zu ihm, dass Rocks die Zebek ihn treffen möchte, ja, dass Rocks hier ihn treffen möchte und da ist natürlich die große Frage, warum will Rocks irgendeinen Kaido treffen, ja, vermutlich wusste man oder hat man schon von Kaidos Stärke gehört, vielleicht hatte Rocks hier natürlich die gewisse Aufgabe, so einen jemanden zu finden, der unglaublich strong wird, weil wir wissen ja, Kaido hat sein Wissen über Joy Boy vermutlich durch Rocks, ja, er muss ja irgendwoher das Wissen haben, das er halt hat, vermutlich durch Rocks, wenn nicht durch Onkozuki selber, ja, weil Kaido ja selber in der Vergangenheit zum Joy Boy werden wollte, weil natürlich dieses große Schicksal von Joy Boy in sehr schwere Hände liegt und das ist natürlich so eine große Sache, die wollte Kaido für sich dementsprechend beanspruchen, beziehungsweise machen und da ist natürlich die Frage jetzt, gut, Kaido ist jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen älter und er war da vermutlich noch nicht ganz in der Crew von Rocks, ja, ich denke, das werden wir in dem Flashback ganz genau sehen, wo das Ganze vom Zeitstempel her ist, ja, in der Timeline von One Piece, ja, wo Kaido jetzt hier sich mit Rocks getroffen hat. Wir werden vermutlich auch dieses Treffen sehen, ja, die Spoiler für sich geben da jetzt leider nicht mehr Infos zu, aber ich bin da ziemlich überzeugt, dass wir halt dieses ganze Treffen oder diesen kompletten Flashback, dass wir den jetzt Stück für Stück weiter abarbeiten werden, weil halt der große Joyboy-Plot hier noch am Ende des Kapitels eine sehr große Rolle spielen wird, denn wir haben jetzt hier nochmal die Gegenwart und in dieser Gegenwart, dort sehen wir Raizo, dass das Wasser, das er dort in dieses Schloss und überall hier auf Onigashima verteilt hat, ja, sowie auch die Flame Clouds hier dementsprechend verschwinden, ja, und Momonosuke, der schafft es aber hier endlich neue Flame Clouds zu machen und das bedeutet, dass er es geschafft hat, jetzt hier Onigashima zu tragen, ja, es hat ja sehr lange gedauert und jetzt auf einmal hat er es geschafft, ja, ich bin mal gespannt, wie Oda das hier hinbringt, ja, beziehungsweise wie er das hier triggert, dass er hier auf einmal bupp, die Wolken auf einmal kann. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird und jetzt wird es natürlich super spannend, ja, denn die Flame Clouds auf Onigashima, die disappieren nicht einfach so, denn das hat natürlich einen gewissen Grund, ja, denn Ruffy, der hat ja gerade den Clash mit Kaido und Ruffy sagt und jetzt kommt hier wahrscheinlich dieser Wunsch oder Traum von Ruffy, der Traum, der sich mutmaßlich oder höchstwahrscheinlich mit dem Traum von Roger gedeckt hat, ja, beide haben ja diese Panel-Sequenz noch im Anime in der letzten Folge, hat man das sehr gut rübergebracht, ja, dass die beiden einen sehr gleichen Traum haben, aber dass dieser Traum halt noch unausgesprochen ist. Da gab es ja die Theorie, dass sie mit der ganzen Welt eine Party feiern wollen oder sonstiges,
aber Ruffy hat diesen Traum jetzt hier ausgesprochen. Nämlich ist, dass dieser Traum, dass Ruffy es niemals zulassen wird und dass er eine Welt erschaffen wird, wo keiner seiner Freunde verhungern würde. Ne? Dass keiner seiner Freunde verhungern würden, denn Essen ist natürlich ein sehr, sehr großes Theme in One Piece. Das ist natürlich eine große Sache und selbstverständlich hatte man als Kind Ruffy in dem Flashback gesehen, wie sie sich selber auch um Essen kümmern mussten, wo die jagen gehen mussten und so weiter. Und ich denke, gerade weil Ruffy auch so ein sehr, sehr gerne Esser ist, der frisst halt super unglaublich gerne Fleisch und so, dass er halt sagt, hey, das ist einer meiner Träume, einer meiner Ziele, ja, dass man hier diesen Traum erreicht und dass er diesen hier jetzt vor Kaido droppt, ist natürlich auch gerade hinsichtlich der Wano Kuni-Thematik, ja, der Leute, die Wano Kuni da ausmachen, die Ruffy kennenlernen durfte, die halt dieses Leid erleben mussten, die halt hungern mussten, ja, mit Otama und so weiter, das ist natürlich hier nochmal eine sehr, 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 sehr große Sache, das hier nochmal mit reinzubringen. Ruffy sagte, er wird eine verdammte Welt erschaffen, wo niemand seiner Freunde hungern müssen und dann, Leute, hittet er Kaido volle Möhre. Er trifft Kaido und Kaido fällt hier quasi auf den Ground der Blumenhauptstadt. Ja, Kaido donnert hier richtig in den Boden und hier ist natürlich dann eine weitere Flashback-Sequenz vorhanden, vermutlich in Kaidos Gedanken, der natürlich sagt hier, dass Kaido King erzählt, dass Joy Boy der einzige Mann sein wird, der ihn besiegen kann. Ja, Joy Boy wird der einzige sein, der ihn besiegen kann und dann ist das Kapitel auch schon vorbei. Break next week. Das könnte bedeuten, dass Ruffy es endlich geschafft hat. Wir haben hier aber nicht von einem Narrator oder von dem, ich sag mal, Sprecher oder sonstiges. Dort haben wir nicht die Bestätigung, dass Ruffy final jetzt hier gewonnen hat. Es kann natürlich sein, dass Kaido hier nochmal aufsteht, Leute. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Gerade weil wir auch nach dem ganzen Hybrid-Gedönse von Kaido noch kein krasses Power-Up jetzt außer diese Flammendrachen da oder diesen Flammendrachen gesehen haben. Ich bin mal gespannt, ob Kaido nochmal aufsteht oder ob wir jetzt hier final Ruffy als Sieger erklärt bekommen. Ich persönlich muss ganz klar sagen, diese komplette Sache mit dem Flashback und so weiter ist natürlich sehr schwierig, dass man das nicht von Anfang an hat ins Weite ausführen können. Ne? Man hätte das nicht direkt alles pullen können, denn ich glaube, dieser Flashback wird dann natürlich auch noch weitergehen und wir werden da mehr erfahren, weil es da um sehr, sehr heikle Details geht. Ja, um heikle Details, die das Finale von One Piece bestimmen, Leute. Deswegen ist Kaido halt der Antagonist, der halt etwas anders aufgebaut ist als all die Antagonisten davor. Ja, wir waren ja immer so ein Flashback gewohnt, ja, und hier ist natürlich die Sache, Kaido ist vermutlich nicht gestorben oder sonstiges, ja, das heißt, der wird irgendwann wieder aufstehen, die Frage ist halt irgendwie nur wann, wenn sie ihn jetzt hier nicht final umbringen, ja, quasi wirklich hier hinrichten, aber ich bin mal gespannt, ich glaube jetzt nicht großartig, dass Ruffy und Co. ihn hier hinrichten werden oder so, es kann sein, dass Joy Boy oder Ruffy jetzt hier Kaido wirklich besiegt hat, dass der erst einmal liegen bleibt und ich bin mal gespannt, ob er danach nochmal weiterhin Probleme machen wird oder ob er realisiert, dass Ruffy Joy Boy ist, denn das könnte vielleicht die ein oder andere Sache ändern und natürlich dann auch Kaido dazu bewegen, dass er vielleicht auch die ein oder andere Sache mal erzählt, ja, weil Kaido ist ja relativ ruhig, ja, er behält sich immer zurück mit seinen Aussagen und er weiß aber sehr, sehr viel, Leute, das dürfen wir nicht vergessen und vielleicht bringt ihm diese Schelle hier von Ruffy, diese Faust quasi mal ein bisschen zur Vernunft und dass er hier vielleicht Ruffy die ein oder andere Sache noch erzählt, beziehungsweise dass er diesen kompletten Flashback bekommen, warum Kaido halt so geworden ist, wie er ist, das ist natürlich jetzt hier noch sehr, sehr tragwürdig, ja, was man natürlich hier in diesem Arc beisteuern könnte, um halt diesen Charakter zu 100% zu verstehen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, wie ich persönlich finde, aber natürlich gibt es ja erstmal eine Woche Pause und da bin ich super gespannt. Wir werden da einige Videos zu haben, natürlich, und wenn wir die Bilder haben, Leute, da kann man natürlich viel, viel mehr Kontext ziehen, ja, dass man sagen kann, hey, hier, das und das könnte jetzt eher der wahrscheinliche Fall sein, Kaido wird nicht mehr wieder aufstehen oder er wird wieder aufstehen, ja, denn der Erzähler, der hat jetzt hier noch nichts wirklich Finales gesagt, zumindest können wir das hier aus den Spoilern nicht entnehmen, Leute, und jetzt ist natürlich eure Meinung gefragt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, was haltet ihr von den Spoilern? Ich bin super, super gehypt, super gespannt, vor allen Dingen natürlich auch auf die Bilder, Leute, da bin ich sehr, sehr gehypt drauf, deswegen eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare, Freunde, dann bin ich jetzt erstmal raus, ich wünsche euch allen noch einen entspannten Tag, bleibt auf jeden Fall gesund, wir uns beim nächsten Mal, macht's gut, haut rein, ciao und tschüss.